frei. Ja, was natürlich sehr wichtig ist für mich, ich halte auch die Unfallverhütungsvorschriften ein. Das heißt, ich lege Schutzkleidung an und wie ich das mache, also dokumentiere, zeige ich euch jetzt. Jetzt kommt erstmal die sogenannte Stichschürze. Die gibt es in verschiedenen Variationen. Das ist schon ein älteres Modell. Es gibt auch etwas dünnere. Aber ich habe die ja noch und warum soll ich mir eine andere holen? Das ist jetzt erstmal gesagt der Stichschutz, das Panzer für den Bauch. Und dann habe ich eine sogenannte Stulpe. Die ziehe ich an, damit der Arm, mit dem Arm nichts passiert. Die mache ich hier zu. Und dann kommt der sogenannte Stechhandschuh. So. Der kommt dann auch einmal hier rein. So. Und jetzt bin ich praktisch geschützt. Mit was ich das Ganze zubereite, also zurechtschneide, ist das ein sogenanntes Fleischermesser. Da nehme ich die größeren Schnitte vor. Und zum Auslösen sogenanntes Ausbeinermesser. Ja, dann habe ich hier noch den Stahl und ich habe hier eine Molle noch. Ich habe eine Waage, da ich ja noch Wurst machen möchte für mich. Und wichtig ist es immer für mich, wenn ich was zubereite, ist das für mich. Ich darf es niemals an Dritte weitergeben oder verkaufen oder wie auch immer. Das will ich natürlich nicht. Ich will für mich Geld sparen. Ich habe einfach Spaß an dem Ganzen und wie gesagt, dann geht es los. Ich fange vorne mit dem Vorderviertel, sogenannten Vorderviertel an. Das muss ich zurechtsägen, zurechtschneiden und das dokumentiere ich gleich und ja, jetzt fange ich an.